Die Vorarbeit ist getrocknet. Das seht ihr ja hier so. Ne? Das ist alles schön über Nacht eingezogen. Der nächste Step, den wir machen, und da kriegt ihr ganz viele Fotos, aber ich möchte es halt vorher erklären. Das hier sind sogenannte Schnellputzschienen, 1 cm stark in dem Fall, gibt es in verschiedenen Größen. Die braucht ihr. Ihr braucht Handschuhe, einen Hammer, einen Winkel, ein paar Wasserwaagen. Ihr seht hier ganz viel stehen. Die Aufgabe heute ist, die Putzschienen so zu setzen, dass wir mit den beiden verschiedenen Materialien, wir haben, in einmal setzen wir hier die Wandfliese wieder hin, die ist noch genügend vorhanden, genau wie in der gegenüberliegenden Seite, und hier nachher auf dem Boden und an der Wand hoch und hier, wo die Duschtasse ist, kommt eine andere Fliese, das heißt, wir haben eine andere Stärke. Wie kriegt man das hin? Das ist jetzt nicht ganz so einfach, da müsst ihr echt ein bisschen fummeln, aber es ist auch kein Hexenwerk. Putzschienenlängen, Ablängen, zum Beispiel hier, schneidet man die dann vorher ab, entweder mit einer Flex, mit Metallblatt oder mit mit einer Stahlschere, so dass sie nicht krumm werden, mal vorher drüber gucken. Wir haben natürlich auch noch neue und ganze dabei. Ihr kontrolliert vorher mal den Winkel von der zu der, das habe ich schon gemacht, da reicht es einfach, einen Winkel reinzuhalten. Und wenn ihr dann im Lot und in der Flucht runtergeht, dann sollte nichts passieren. Also wie gesagt, sehr pingelig und selbstkritisch arbeiten und nicht irgendwie so, das reicht jetzt so. Und damit wir nachher auch mit dem Belag, mit der dickeren Fliese oder mit dem mit der gleichen Fliese bündig hinkommen, macht man sich an der Wasserwaage, die wir natürlich dann irgendwo in der Flucht gegeben halten müssen. Und schau dir mal, okay, wir haben hier so 2 cm Platz. Habe ich mir von der Fliese quasi so kleine Stückchen geschnitten. Und dann nehmt ihr diese Stückchen und klebt die an die Wasserwaage mit einem Klebeband. Dürft ruhig 2-3 Mal drum gewickelt sein, denn wir brauchen ja noch ein bisschen Platz für die Abdichtung und für die neue Fliese mit dem Kleber. Da reichen aber 2-3 mm. Deswegen könnt ihr ruhig eine Fliese wählen, die ein bisschen stärker ist. Die werden dann mit dem Klebeband hier drum befestigt. Ich zeige das vielleicht mal gerade. Macht mal ein Stück ab, wickelt das da drum, der ist jetzt mal wurscht. So, und so könnt ihr, ich zeige das an der Seitenansicht, wenn ihr oben gegen den Alpenbelag haltet und die Putzschiene setzt, habt ihr direkt die Stärke an Fliese plus Mörtel, die Fliese ist ein bisschen dicker, als das wir brauchen, den Rest füllen wir mit Kleber auf, so dass ihr bündig hinkommt. Das machen wir rundum, entsprechend der Fliesen, die drankommen. Hier kommt, wie gesagt, eine dickere, deswegen ist hier auch ein dickeres Stück Fliese, es kommt dann in die andere Wasserwaage. Wir fangen hier mit der Rückwand an, weil das die längste Wand ist, und dann gucken wir, wenn wir ein bisschen im Winkel noch drin haben, können wir das hiermit korrigieren. Wie gesagt, ganz viele Fotos folgen, aber die Erklärung vorher. Hier seht ihr ein Stück Teerpappe stehen, weil hier ein Holzbalken ist. Das schneiden wir jetzt passend und nageln diese Teerpappe mit sogenannten Balkennägeln verzinkt, damit es nicht rostet, in den Balken rein. Davor schneiden wir uns passend ein Stück Streckmetall. Das nageln wir dann auf die Teerpappe, sodass wir dort dann eine Haftebene haben für den Putz. Und dann kommt noch da, mache ich, schwenk mal darüber. Dann spachteln wir darüber noch unser Gittex-Gewebe, nach links und rechts 10-12 cm überlappend, damit wir dann eine absolute Rissbildung vermeiden. Ja, das ist im Prinzip das, was wir jetzt machen. Hört sich einfach an. Man muss schon ein bisschen pingelig sein und selbstkritisch. Eins vielleicht noch, wenn ihr dann hier die erste oder zweite Putzschiene sitzen habt, guckt mal, ich habe hier so ein paar Putzlatten mitgebracht, die müssen nachher auch natürlich passen, wenn das durchgetrocknet ist und wenn wir das verputzen. Das heißt, mal mit den Latten, die ihr zur Verfügung habt, es können auch Wasserwaagen sein, weil hier passt jetzt nicht meine Putzlatte zwischen, dann nehmen wir dann eine 80er Wasserwaage, um die Putzschienen abzuziehen. Da kann man auch mit dem Butterfly ein bisschen arbeiten. Auch das ist Fummelei, wie gesagt, wir reparieren hier und setzen sie in Stand, aber so gut wie möglich und so zweckmäßig wie nötig. Nachher kommt dann die Abdichtung und der Estrich, das seht ihr aber im weiteren Verlauf des Videos. Wir rühren jetzt Kleber an, denn die Putzschienen setze ich hier mit einem Fliesenkleber tatsächlich, mit einem Dünnbettmörtel, vielleicht eine Truffel Putz mit rein, wenn es ein bisschen zu dick ist, aber so was ich hier sehe,
wird es mit dem Fliesenkleber absolut reichen. Zwei, drei Punkte seht ihr gleich immer in den Fotos. Ich mache auch noch eine kleine Videosequenz dazwischen, wenn die ersten sitzen, dass man nochmal so einen Gedankengang hat. Was hat denn der jetzt hier alles erzählt? Der labert immer, aber es ist halt wichtig von der Erklärung, dass ihr vorher überlegt, was ihr hinterher machen müsst. Die groben Schlitze, wie sie dort und hinten zu sehen sind, die schmeißen wir natürlich heute schon vor, damit das bis morgen getrocknet ist und wir dann den ganzen Bereich schön verputzen können. Ja, wir starten, rühren Kleber an und dann geht's gleich los. Also es geht um Feuchtigkeitssperrungen gegen den Balken. Könnt ihr alles möglich verwenden. Es sollte nur so sein, dass der Balken für eventuell mal durchdringendes Wasser geschützt ist. Wir machen natürlich hier nach dem Putz auch noch die Abdichtung. Das ist vorgeschrieben, zumindest so weit wie wir können. Da können wir nicht. Aber das ist alles nach 40 Jahren noch so bombenfest. Und da ist auch nichts, was man irgendwie sich Gedanken machen müsste. Nach der Teerpappe schneide ich den Strickmetall, guckt, dass das sauber reinpasst, nach links und rechts ein bisschen überlappt. Und auch das wird mit den Hakennägeln, können wir jetzt links und rechts erstmal zum Justieren nehmen. Einfach reinstecken, ich habe jetzt leider einen dicken Hammer hier. Fixieren, reindrücken und das dient als Putzträger und da kommt dann nochmal Gewebe drauf. Ihr seht, wir haben jetzt hier viel vorbereitet schon. Der Putz ist angerührt, dann nehmen wir einen Zementputz, einen wasserabweisenden. Ihr seht, schön schmandig, aber er sollte leicht noch von der Kelle rutschen und in der Konsistenz so ungefähr sein zwischen Knetgummi und Joghurt. Steht auf dem Sack immer drauf, was ihr braucht. Warum machen wir das jetzt zuerst beim Putzschienen setzen? Damit wir einfach das Gewebe eingearbeitet bekommen. Ich habe jetzt hier einfach mal Probe geschnitten. Hier, wie gesagt, Betonbahn als auch Streckmetall und trotzdem gehe ich nur für die Angst, muss man eigentlich nicht, nochmal mit Gewebe drüber. Ich drehe mich mal ein bisschen zur Seite. Das gleiche machen wir natürlich hier hinten auf der Seite, über die Rohrschlitze bis oben hin. Ihr könnt jetzt hingehen und sagen, okay, wir machen erstmal die groben Löcher zu, dann nehmt ihr das, schmeißt das an. Aber das sieht man so ein bisschen von da hinten. Warum schmeißt man das an? Es gibt von mir Videos zum Verputzen eines Badezimmers. Schaut da mal genau nach. Da ist eigentlich alles erklärt, was ihr so machen müsst. Man schmeißt es an, damit die Luft rausgeht und da keine Hohlräume entstehen. Und wenn ihr das dann alles gemacht habt und die Schlitze soweit vorbereitet habt, dann könnt ihr euch hier mit so einem Zahnspachtel, ich mache das jetzt hier nochmal vor, am besten so ein bisschen eine Rillung ziehen, legt dann das Gewebe ein und spachtelt dann nochmal drüber. Lasst es ein bisschen rau, das muss nicht popo glatt sein, da soll ja morgen, wenn das hier alles mit den Schienen getrocknet ist, der Putz drauf haften. Ja, also je mehr ihr hier so eine Zahnung reinbringt, desto besser verkrallt sich der Putz in diesem vorgearbeiteten. Wenn ihr mal ein Blatt Papier nehmt und das wie so ein Fächer faltet, entsteht aus so einem Blatt nur noch so ein Stück. Man nennt das Vergrößerung der Oberfläche. Also je mehr Zahnung und Unruhe drin ist, desto besser verkrallt sich der Mörtel mit dem Untergrund. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Dann wird das Gewebe, ich zeige das jetzt hier nochmal an. Nochmal hier so ein Stück, ein bisschen Platz machen hier. Es wird dann, wenn ihr vorgearbeitet, reingelegt, erstmal angedrückt und dann seht ihr schon, wie sich das Ganze da durchdrückt. Dann spachtelt ihr nochmal dünn drüber und drückt das jetzt nochmal ein bisschen was, dann seht ihr es. Und dann bleibt die Matte hängen, spachtelt das schön ein und dann muss das einen Tag trocknen und dann könnt ihr weiterarbeiten. Ich habe das untere jetzt schon eingelegt, beim oberen ist klar, nehmt mal die Kelle weg, ne? Löcher reinschneiden, dann drückt ihr das schön da rein. Das überall das ein bisschen überlappt, streicht das so kurz mit der Kelle an und dann könnt ihr dann, hier muss man ein bisschen fummeln,
schön glatt aufragen. Dann mit der Kelle durch. Ein bisschen mehr Material. Und dann lasst ihr das so schön stehen. Und dann habt ihr ein Top-Ergebnis in der Vorarbeit für den Kunden. Fertig und ich stelle das mal ein bisschen zur Seite. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 und ganz hinten in der Ecke auch noch einer. Das ist natürlich ein bisschen viel, aber wir müssen noch um die ganzen Anschlüsse drumherum kommen und irgendwo Möglichkeit haben zu abziehen. Ganz oben links haben wir jetzt mit einem Stück Styrodur, also einem Hartschaum verbundenen Element in einem Zentimeter gearbeitet. Das haben wir da reingeklebt. Weil das sonst echt blöd ist zum Abziehen beim Putzen. Das kann man natürlich auch so machen. Ganz wichtig ist jetzt zum einen, wenn ihr die Schienen weiter setzt, dass ihr mal mit so einer langen Latte, das muss jetzt keine Abziehlatte sein, kann eine lange Wasserwaage sein, ganz vorsichtig immer über drei Schienen guckt und schaut, ob die oben, Mitte und unten schön anliegen. Nicht, dass ihr da irgendwo so eine Eierbahn habt. Das ist ganz wichtig. Unabhängig davon, wie das hier oben ist, das ist natürlich ein Löffel gesetzt. Der Kollege früher war ganz gut, aber da hat man auch schon mal ein bisschen Unebenheit drin, dass wir hier nachher oben halbwegs eine saubere Kante kriegen. Mehr kann man nicht machen. Dann auch ganz entscheidend, ich habe euch ja gesagt, hier Fliese und habe ein bisschen Pappe, weil wir brauchen ja noch Abdichtung und ein bisschen Kleber. Das ist die Fliese, die nachher hier am Boden und hinten hochkommt. Und dann haltet ihr die mal ganz vorsichtig, ohne eure Putzschiene zu verändern, an die Schiene dran und schiebt die mal bis oben gegen. Und da habe ich hier noch so gut 1,5–2 mm Platz. Das reicht für die Fliese dran zu kleben, für die Abdichtung, dass wir nachher plus minus 1 mm, weil das hier nicht ganz flächig ist, in der Flucht mit dem alten Belag sind. Das bitte noch nicht vernachlässigen. Haltet das dran, nicht, dass er da schon jetzt 3 mm vorsteht, dann habt ihr nachher 5 und dann sieht es echt doof aus. Also, ich glaube, das ist von der Erklärung gut verständlich. Flucht kontrollieren. Wir gehen jetzt hier an die Ecke. Hier setze ich 1, 2, 3 wahrscheinlich. Muss ich mir jetzt noch überlegen, weil hier oben muss man natürlich auch putzen. Das ist dann immer ein bisschen fummelig. Muss man da mit so einem Rakel oder einem Butterfly oder einer kleinen Wasserwaage gucken. Vielleicht mache ich da auch noch Styrodur rein, werde ich gleich entscheiden. Und dann halten wir den Winkel nochmal dran, sehen wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt hier die erste Ecke gemacht. Ich habe mich dann hier doch für ein Stück Hartschaum entschieden. Das ist uns ein bisschen Fummelei. Auch da nochmal kontrolliert. Ich habe mir zum Reststück diese gesehen. So, jetzt haben wir auch noch so 1,5–2 mm Luft. Das reicht für Abdichtung und Kleber. Und dann ganz wichtig, Winkel, weil hier die Duschtasse hinkommt. Vorher der Winkel war plus minus 1 mm super. Und jetzt müsst ihr natürlich sehen, dass über diese beiden Schienen und über hier die Schienen hinkommt. Jetzt ist das hier ein bisschen kurz, wie ihr seht. Da geht man einfach hin, entweder auf der langen oder auf der kurzen Seite. Ich habe das hier ein bisschen vermatscht. Vielleicht nehmt ihr euch eine zweite Hand, eine dritte Hand dazu, zwei habt ihr selber. Geht aber auch mit ein bisschen Formular so. Das heißt, ihr haltet hier eine bündig dran, haltet den Winkel über zwei Punkte an und dann muss alles anliegen. Und das tut es in dem Fall. Das heißt, wir können davon ausgehen, wenn wir im Lot und in der Flucht gearbeitet haben, dass wir, wenn wir vernünftig verputzen natürlich, dann unten auch winklig sind. Das ist wichtig, ihr könnt da schon 1 mm oder 2 mm ignorieren, aber mehr nicht. Das pflanzt sich auf einer Länge von 1,40 fort, wenn ihr hier vorne einen Winkelfehler habt. Das nochmal eine Erklärung zwischendurch. Wir machen jetzt die andere Seite, gibt es noch ein paar Fotos und dann sind wir für heute durch. Das muss dann trocken und morgen wird verputzt. Da machen wir ganz viele Fotos, immer mal so einen Zwischenstep und dann seht ihr das weitere Ergebnis. Die Vorarbeiten zum Putzen sind gemacht. Das trocknet jetzt durch. Wie man richtig putzt, wie man Putzschienen setzt. Ich habe euch so ein paar Kleinigkeiten halt heute gezeigt. Soll auch nicht Thema dieses Videos sein. Hier geht es ja wie gesagt um den Erhalt eines bestehenden Badezimmers mit schon einer massiven Änderung, aber eben nicht das ganze Bad zu erneuern.
Dazu schaut bitte, da gibt es von mir extra Videos, Verputzen eines Badezimmers. Schaut da bitte in den anderen Videos nach, da ist es 1:1 erklärt. Das würde jetzt hier einfach zu weit führen, den Rahmen sprengen und unnötig das Video in die Länge ziehen. Wir machen euch natürlich zwischendurch Fotos morgen vom Verputzen, so in Zwischenschritten, dass ihr seht, wie man aufzieht, wie man die Latten so ein bisschen hält und das fertige Ergebnis. Und danach geht's ans Mauern. Ich muss mit dem Installateur noch genau reden, wie die Maße der Dusche sind. Das müssen wir hier freilassen. Das wird dann der nächste Step. Und wenn dann der Estrich drin ist, auch da zeigen wir natürlich Videos auch gleich, gleichwohl. Nicht auch gleich, gleichwohl es da von mir auch spezielle Videos gibt. Da müsst ihr immer genau schauen, was interessiert euch wirklich. In so einem Badezimmer muss man eben alles machen bei so einer Reparatur. Ne? Deswegen habe ich extra Videos zum Putzen, zum Estrich machen, zum Bio- und Verarbeiten von Fliesen etc. pp. Das immer sehr speziell, hier eben, weil es immer übergreifend ist, nochmal zur Erinnerung, aber nicht en Detail. So, wir machen für heute Feierabend, morgen geht's weiter. Jetzt übers Wochenende getrocknet. Man sieht aber auch, wo die dunklen Stellen sind. Der ist natürlich noch nicht trocken und der wird auch noch in den nächsten Tagen nicht trocken sein, auch wenn der oberflächlich trocken aussieht. Also das muss schon jetzt hier im beheizten Raum eine Woche ungefähr trocknen, bevor wir hier weiterarbeiten können und die Abdichtung aufbringen können. Das ist wichtig. Also nicht direkt weitermachen. Das ist halt so in der Sanierung. Jetzt haben wir das Problem, nein, Problem nicht, aber jetzt müsst ihr, wenn er so eine Geschichte macht, genau überlegen, wie die weiteren Schritte sind. Hier vorne kommt die Duschtasse hin, das ist ein fertiges Element, hat ungefähr 3,5 cm Stärke und die Aufgabe ist es, hier jetzt über die komplette Fläche mit diesen Porenbetonsteinen eine Umrandung zu mauern. Es gibt von mir ein Video Duschtasse selber bauen, da ist das genau bis ins Detail erklärt. Da könnt ihr bitte auch mal schauen, wenn ihr sowas macht. Das sind ja immer verschiedene Situationen auf der Baustelle. Da muss man halt schauen, was man jetzt gerade genau wie macht. Aber immer als Anleitung in meinen Videos, damit ihr einen Einblick kriegt, das könnten wir so oder so machen. Hier ist jetzt entscheidend, wir haben noch keine Duschtasse. Weil noch nicht da, aber wir müssen halt weitermachen, denn den Rand, den wir hier mauern, der muss dann noch mit Estrich gefüllt werden. Das machen wir morgen, damit das hier erstmal ein bisschen trocknen kann. Wir füllen die Löcher auf und wenn der Estrich fertig ist, dann wird das Ganze natürlich abgedichtet, so weit als möglich. Wir können dann im alten Belag nichts abdichten, der ist in den Spieß gesetzt und wir haben hier im unteren Bereich was weggenommen, was kaputt war und das war alles tipptopp. Wir dichten aber das ab, wo wir jetzt rankommen, weil das ist auch vorgeschrieben, und zwar an der Wand und auf dem Boden. Hier ist unsere Ablaufsituation, mal zur Erklärung. Dann nehmen wir jetzt mal die Oberkante an, halten den Zollstock auf der Seite runter, das habe ich eben schon mal gemacht. Da haben wir 7,3 cm, die Duschtasse selber ist 3,5. Wir füllen diesen weggestemmten Bereich erstmal auf, mauern dann ungefähr 10,5, das werden wir jetzt genau ermitteln, in die Höhe, denn die 3,5 der Duschtasse und die Ablaufgarnitur, die unter der Duschtasse ist, sind ungefähr 10 plus minus. Wir gehen safe lieber 5 mm oder 1 cm höher, sodass, wenn das trocken ist, wir mit dem Installateur zusammen die Duschtasse in diesem Bereich einsetzen können, um dann nachher mit unserer Fliese von der Seite plus minus einen Millimeter bündig, also
in der gleichen Höhe zur Duschtasse, dass wir hier nicht noch irgendwie eine Stolperkante kriegen. Bei diesen Duschtassen, wenn sie natürlich schon vor Ort ist, ist das schöner zu messen. Ist hier so ein Maß angegeben von 90 mal 1,40 plus minus 0,5 mm. Die kann man im Prinzip ignorieren, aber man muss es halt wissen. Das heißt, in dem Bereich von hinten nach hier lassen wir jetzt nicht die 1,40 m, sondern 1,41 m frei, dass wir noch genügend Spielraum haben für diese plus minus, dass wir die da reinkriegen. Hier in dem Bereich gehen wir nicht auf 90, sondern maximal auf 88,5 von der Wand aus, damit unsere Abmauerung, die wir dann später, wenn die Duschtasse sitzt, auch dort drunter weiterführen können, plus die 1 cm Fliese, die dann damit als Verkleidung dient, auch hier als der Stoßkante dient, plus Kleber, plus minus einen Millimeter in einer Flucht hinkommen. Hört sich alles sehr kompliziert an, ist es nicht, aber ihr müsst halt genau messen. Deswegen also müsst ihr euch echt vorher überlegen, wie mauere ich ab, in welcher Tiefe ist es, was kommt noch drauf, welche Fliesenstärke, wie viel Kleber. Also das ist nicht mal eben so, wenn es schön werden soll, ihr müsst ein bisschen denken. Deswegen so als Erklärung raus, wenn ihr so ein Maß habt, lasst Fliesenstärke plus 3-4 mm Luft, zur Not können wir mit ein bisschen dicker Kleber arbeiten, dass ihr nachher ein vernünftiges Ergebnis kriegt. Wir bereiten das jetzt vor, schneiden gleich die Ütterungssteine passend. Wichtig hier ist, dass ihr absolut parallel zur Rückwand arbeitet und nicht aus dem Winkel geht, sonst haut es nachher mit der Duschtasse oder mit dem Element, Duschelement nicht hin. Kriegt gleich wieder ein kleines kurzes Video zwischendurch und wie ihr die Steine am besten setzt, den Winkel haltet und kriegen wir hin. Bis gleich. Die Steine haben wir vorgeschnitten, wie ihr das seht. Wir haben uns grob parallel zur Wand das Maß an diesem bestehenden Fliesenboden angezeichnet. Jetzt könnte man sagen, ja, das muss aber entkoppelt werden und so weiter. Es gibt hier von keiner Fliese mehr und hier ist schon mal drüber geklebt worden auf eine Entkopplungsmatte, deswegen gehe ich auch da drauf. Da wird nichts passieren und im Altbau muss man eben auch schon mal entgegen dem Regelwerk der Technik arbeiten und es auch verantworten können. Haben wir schon ein paar Mal gemacht oder einige zigmal, bis jetzt ist nichts passiert. Eigentlich müsste man es raustrennen und im Verbund mauern. Das machen wir hier nicht, das wird mit Beton-Estrich dann aufgefüllt, also hier machen wir einen Estrich rein. Von daher riskiere ich das und das ist aber dann immer eure Entscheidung, was ihr machen müsst. Darum geht es auch jetzt gerade gar nicht, aber als Erklärung, bevor Kommentare kommen, das darf man so nicht, das weiß ich auch. Aber ich kann das verantworten und stehe natürlich auch dahinter. Die Steine, wie ihr seht, haben wir jetzt hier auch teilweise ausgeklinkt. Wir haben uns die Höhe vom Ablauf geholt, berücksichtigt den Siphon, berücksichtigt die Duschtasse, sodass wir nachher hier, das wird unsere Oberkante werden, mit der Fliese, die hier noch drauf kommt, wenn die Duschtasse sitzt, eine Fläche haben. Hier haben wir uns jetzt von der Wand parallel gemessen, eine Linie gemacht. Das ist erstmal unsere Orientierungslinie, die ist hier angezeichnet, die könnt ihr so nicht sehen. Beim Setzen von so einer Randumfassung, die quasi jetzt hier meinen Sandkasten definiert, in dem ich mich befinde, na, man wird im Sandkasten groß und später sitzt man dann auch noch drin. Ist wichtig, wenn ihr mauert, dass ihr auf jeden Fall im Lot bleibt. Also, wenn man zum Beispiel so einen Stein setzt und hat den nicht ganz im Lot und geht nachher mit der Wasserwaage drüber und das sitzt nicht auf, sondern man hat, vielleicht sieht man es so eine kleine Verdrehung nur drin. Also, wenn man nicht im Lot ist, dann habt ihr schon die falschen Höhen. Da müsst ihr also echt drauf achten, dass der Stein nicht leicht kippelt. Sonst kriegt ihr rundherum Stress und dann wird es nachher auch nicht schön. Das mal als Hinweis vorab. Ihr seht, wir müssen hier ganz viele komische Dinge bauen. Wir machen uns hier ein Dünnbettnochtel. Also das ist in dem Fall ein Fliesenkleber. Ich fange jetzt hier an, messe von der Wand die Parallele, setze dann den ersten Stein, messe die Parallele, halte den Winkel dran und dann arbeiten wir uns rundherum bis da hinten hin, lassen das trocknen. In dem Bereich füllen wir heute schon mal ein bisschen Estrich vor. Wir kommen genau hin, dass wir das Loch erstmal füllen können.
auf der alten Dämmung und auf der alten Folie. Und wenn das dann alles trocken ist und wir das gefüllt haben, kommt eine komplette Abdichtung rein. Dann haben wir alles gemacht, was dann auch die Norm erfordert bei den Wassereinwirkungsklassen. Auch im privaten Bereich, da bin ich echt pingelig, denn hier drunter ist noch eine Etage und ich möchte nicht, dass Wasser durchkommt. Wir fangen jetzt an. In dem Moment, muss ich mal gerade gucken, vielleicht noch als Tipp, wo ihr geschnitten habt, mal kurz mit dem Schwamm drüber. Weil diese Porenbetonsteine, egal von welchem Hersteller jetzt, doch, wenn sie eine Schnittkante haben, sehr absanden. Und dann habt ihr leicht eine schlechte Verbindung. Macht da ein bisschen Kleber drunter, so schräg angesetzt. Ruhig ein bisschen mehr, dass ihr genug Platz habt, um ein bisschen auszugleichen. Auch an den Stoßkanten, auch an der Wand, an der Stoßkante. Jetzt muss ich gerade schauen, das ist die Seite. Hier ist meine gedachte und angezeichnete Linie, wo die Dusche ungefähr hinkommt. Den nehme ich mal kurz weg. Und dann setzt ihr den runter und rutscht den erstmal so ganz langsam da dran. Mal die Wasserwaage zur Orientierung drauf. Dann sehe ich schon, hier muss ich ein bisschen tiefer. Noch ein bisschen. Und dann ist die so schon mal in der Waage. Dann haltet ihr an einer Seite mal das Lot an. Dann musste ich noch ein bisschen nach darüber. So, der steht, ist da schon wieder ein bisschen nachgerutscht. Ihr könnt euch ein bisschen mit solchen kleinen Hilfsmitteln, also Unterstützung arbeiten. Hier sind sogenannte Keile, kann man mal da oder mal da runterlegen, weil der Kleber doch ein bisschen weich ist. Ich kann aber hier auch nicht mit Mörtel arbeiten, dann kriege ich hier keine Verbindung hin. Und in dem Moment sind so Keile ganz nützlich, die können wir auch drin lassen, da passiert nichts. Und dass ihr das heute, oder dass ihr im ersten Step das sauber verklebt und aneinander gemauert bekommt. Und dann kann man im nächsten Step den Estrich reinmachen. Wir machen jetzt hier weiter. Gibt gleich noch Bilder zwischendurch, damit ihr seht, wie das fertige Ergebnis ist. Wichtig nochmal, Flucht, Winkel, Lot. Und einmal die Höhe festgelegt, die müsst ihr rundherum halten. Kleiner Tipp zwischendurch, ruhig mal mit der langen Wasserwaage oder einer Richtlatte die Flucht kontrollieren, dass ihr da keine Eierbahn macht. So, das wäre jetzt von der Wasserwaage her in Ordnung. Könnt ihr euch auch einen Laser aufstellen und dann wichtig immer messen. Also das parallele Maß. Und da müsst ihr echt aufpassen. Das macht einen Unterschied, ob ich den Zollstock schräg dran halte. Ihr müsst echt versuchen, ungefähr die Höhe und nicht schief. Sonst habt ihr ruckzuck 5 mm drin. Ich habe jetzt hier auf 9, Moment, jetzt muss ich selber schauen, auf 89,4. Das messt ihr bitte auch am Schluss. Und auch da sauber halten. Und auch da habe ich 89,4. Das heißt, ich bin wirklich parallel Wasserwaage nochmal so und nicht immer auf die flache Seite, sondern ruhig mal auf die Kante einer Wasserwaage. Da sieht man eigentlich ein bisschen genauer und das kann ich so mit dem Auge überblicken. Das ist top. Und wenn ihr ganz am Schluss seid, vom Anfang und bis da hinten hin auch mal die Wasserwaage drauf. Und da sehe ich hier, ich muss vielleicht einen Millimeter tiefer, wenn es der überhaupt ist. Das richte ich jetzt noch nach und dann seid ihr schon mal in Waage. Und könnt das hier auch beim Estrich machen als leeren ziehen. Hier hinten setze ich nur noch einen zur Stütze rein. Den Rest machen wir morgen freiziehen. Das würden wir hinkriegen als Fliesenleger. Und hier setzen wir natürlich gleich noch einen Randstreifen, füllen schon mal die groben Löcher vor, dass das bis morgen ein bisschen getrocknet ist. Und dann haben wir die Vorarbeiten fürs Estrich machen fertig. Kleiner Tipp noch wieder zwischendurch. Wir haben jetzt hier noch so einen Stützstein gesetzt und damit das morgen eben auch das Estrichvolumen hält. Hier könnt ihr mit so einem Restkleber, was ihr habt, so eine Rundung reinbauen. Vielleicht kann man das auf der Kamera gut erkennen. Also wirklich so ein bisschen rund. Das versteift quasi so ein bisschen die Ecke, so dass euch das nicht, wenn ihr aus Versehen dagegen kommt, morgen auseinanderbricht. Also einfach so ein bisschen dicker und dann in die Rundung ziehen und dann habt ihr nochmal einen prima Halt. Alles nochmal kontrollieren, Wasserwaage dran, Winkel, Stichmaße messen, habe ich gemacht. Wir füllen jetzt, machen jetzt ein bisschen Estrich an und füllen die groben Löcher zu, die hier bei der
beim Rausbau vom Installateur entstanden sind. Und morgen machen wir dann hier den Esstischstein. Wir spachteln das hier auch noch ein bisschen vor mit dem Restkleber, damit wir den nicht wegschmeißen müssen als Kontaktschicht schon für morgen. Und dann geht's morgen ans Estrich machen. Wir füllen jetzt die groben Hohlräume, die wie gesagt hier beim Rausstemmen entstanden sind, schon mal zu. Die Abmauerung, die muss erstmal trocknen. Dazu habe ich den Restkleber an die Bruchstelle des alten Estrichs auf Dämmung und auf Folie gemacht, damit wir da ein bisschen Verbindung haben. Hier den Bereich spachtel ich gleich noch mit dem Restkleber ab, in dem ich mich jetzt befinde, weil wir jetzt erst diesen Hohlraum zumachen und auf der anderen Seite, damit wir morgen nicht ganz so viel Nochte brauchen und wir entspannt das gerade zumachen können. Das ist ja morgen noch eine Stunde Arbeit oder anderthalb. Also Nochtel, Estrich, gibt es von mir ganz viele Videos. Entscheidend, das ist jetzt ein Fertigmochtel, also ne, Sackware, da steht immer genau drauf, was ihr an Litern braucht. Entscheidend für einen guten Estrich, den ein Fliesenleger macht, ist, wenn ihr euch so einen Schneeball formt, so einmal presst und der beim Hochwerfen so kurz vorm Auseinanderbrechen ist, dann ist der erdfeucht. Dann kann man den, wenn man ihn jetzt mal so 1-2 cm höher eingebracht hat, gut anklopfen und verdichten. Und dann braucht ihr eigentlich nur noch ein kleines Reibebrett auf der Höhe, die ich jetzt zufüllen will, abreiben. So soll es in der Oberfläche aussehen. Dann haben wir das grobe Loch schon mal gefüllt und haben nachher nicht so viele extreme Trocknungsphasen, als wenn wir jetzt hier direkt 10-12 cm drauf machen. Trocknungsphasen Estrich, ja, wenn er trocken ist. Jetzt muss man unterscheiden, ob wir im Rohbau sind, wo extrem hohe Luftfeuchtigkeit ist, wo alles noch sehr viel feucht ist, oder hier im bewohnten Bereich. Druckfestigkeit erreicht jeder zementgebundene Mörtel nach 28 Tagen, also in Newton pro Quadratmillimeter sagt man. Dann ist die Druckfestigkeit erreicht. Das heißt nicht, dass er dann trocken ist. Der kann nach 7 Tagen trocken sein, der kann aber auch nach 6 Wochen noch feucht sein. Deswegen bringen wir den hier auch schon mal nur erdfeucht ein. Wir sind hier im warmen Bereich, lassen das Ganze hier aber auch locker mal 10 Tage stehen, auch an der Wand. Hier wird immer mal ein bisschen gelüftet, hier ist die Heizung an. Ich denke mal nach 10-12 Tagen, wir werden den messen, ist der so, dass wir weiterarbeiten können, sprich, dass wir die Dusche einbauen können, vorher die Abdichtung natürlich noch machen können. Dafür muss es halt trocken sein. Die Geduld braucht er, wenn er keine Zeit hat. Es gibt natürlich auch Schnellestriche. Da kann man tatsächlich nach 72 oder 48 Stunden schon arbeiten. Da ist ein Bindemittel drin, was schneller reagiert, zum Beispiel als Schnellbinder Lafarge. Das Wasser wird kristallin gebunden und dann sagen die Hersteller, ihr könnt drauf. Ich bin nicht so der Freund, ich finde, alles braucht seine Zeit zum Trocknen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man viel Feuchtigkeit im Untergrund hat und das kann so nicht mehr weg. Deswegen, wir haben Zeit, weiß auch der Kunde, wir lassen das jetzt schön trocken 10 Tage, wenn wir fertig sind morgen. Und dann schauen wir uns das an und dann geht's weiter. Jetzt machen wir nur die Löcher zu, gibt gleich noch ein paar Fotos und dann ist das für heute das hier gewesen. Und morgen füllen wir den Bereich noch auf. Jetzt habt ihr aber auch eine Vorstellung, wie das hier werden soll. Da kommt wie gesagt die Duschtasse hin. Hier wird der Eingang sein, dass man vorher hier aus reinkommt. Hier ist noch eine Waschmaschine und Trockner vorgesehen. Das wird alles beigefliest. Ist immer am Anfang schwer zu erklären, was macht denn der da jetzt eigentlich, was hat denn der da vor, was soll denn das jetzt? So haben wir das geplant und ihr seht am Schluss die fertigen Bilder und dann wisst ihr, okay, jetzt kann man es, so kann man es machen, so könnte man es lösen. Es gibt immer verschiedenste Ansätze, etwas vernünftig hinzukriegen. Das ist das, wie wir es hier geplant und jetzt umsetzen. Bis gleich mit den Fotos. Den Estrich in dem Bereich haben wir jetzt beigearbeitet. Die Kamera schwenkt mal gerade darüber.
So, da sind wir jetzt auf unserer Höhe, die wir brauchen, damit wir mit dem Installateur zusammen das Duschelement innen noch setzen können. Hier werden wir jetzt doch noch ein bisschen vorarbeiten für morgen. Denn also ich habe jetzt auch die Hohlräume, bin ich am Auffüllen, sonst haben wir hier fast 9 cm Estrich. Und das ist natürlich ein bisschen viel vom Gewicht zum einen. Zum anderen müssen wir das alles hier eine Etage nach oben tragen. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist eigentlich das Trocknen. Ja, bei 9 cm Estrich haben wir sehr lange Trocknungszeiten. Das heißt, ich fülle jetzt hier so mit einem Schnellbinder 2 cm auf zum alten oberen Belag. Und morgen werden wir dort noch eine Wärmedämmung, also ein Styrodur, hochdruckbelastet von ungefähr 3 cm, 4 cm. Ich muss mal gucken, was wir noch im Lager haben. Und auf die Schnelle kriege ich das gerade nicht besorgt. Rein plus Folie, also dann eine Art schwimmenden Estrich. Und dann haben wir nur noch 4 bis 5 cm Estrich. Und das ist völlig ausreichend und hat dann nicht so lange Trocknungszeiten. Das so als kleiner Hinweis noch. Ich ziehe das jetzt hier gerade noch auf, damit wir hier halbwegs flächig sind, wo wir Styrodur oder Styropor draufkleben. Und dann ist für heute Feierabend. Wir sehen uns morgen.